wie jeden Freitag haben wir eine Illustration oder ein Bild für dich, das dich ganz praktisch in deinem Alltag, in deinem Leben mit Gott ermutigen soll. Und das Bild, was ich dir heute mitgebracht habe, beziehungsweise die Situation, die ich dir mitgebracht habe, die erlebe ich tatsächlich ziemlich häufig. Und vielleicht, falls du schon deinen Führerschein hast, dann kennst du die Situation vielleicht auch oder du kennst sie vielleicht von Freunden oder von Familie. Und zwar folgendes: Ich will ausparken, hab's vielleicht gerade sogar ziemlich eilig, drück ordentlich aufs Gas, fahr dann auch so ein bisschen raus aus der Parklücke und merk dann, Mensch, irgendwie geht's gerade nicht so wirklich voran. Es ruckelt so ein bisschen. Und ich denke mir so, ach komm, wird schon, alles gut. Ich drücke noch ein bisschen mehr aufs Gas. Und dann auf einmal merke ich, wie es aufblinkt in meinem Auto und mein Auto piept dann sogar ein bisschen. Und dann kriege ich den freundlichen Hinweis, dass ich ja meine Parkbremse die ganze Zeit noch angezogen habe, die ich natürlich immer fleißig anziehe, wenn ich einparke. Und ich habe da schon manchmal so einen netten Kommentar bekommen von meinen Beifahrern, ach, hast schon wieder vergessen, die Handbremse zu lösen. Und ja, also freundlich gemeine Kommentare, aber ich denke mir auch immer so, gut, hast du einfach wieder nicht dran gedacht. Vielleicht kennst du das ja auch. Und warum erzähle ich dir das, diese ganz alltagsnahe Situation? Und zwar, ja, es ist einfach ein Bild dafür, wie es manchmal in unserem Leben sein kann, dass wir irgendwie nicht so richtig von der Stelle kommen. Ja, wenn ich die Parkbremse im Auto angezogen habe, dann wird es ein bisschen ruckelig und irgendwie merke ich, okay, das Auto zieht nicht richtig, das kommt nicht richtig voran. Natürlich, weil die Bremse angezogen ist. Und so ist auch manchmal in unserem Leben. Vielleicht in bestimmten Bereichen, wo wir irgendwie merken, boah, wir kommen einfach nicht weiter. Wir wissen eigentlich, Mensch, da ist noch mehr für uns. Ja, Gott hat mehr für uns vorbereitet. Oder wir glauben auch daran, wir haben Hoffnung. Aber irgendwie, wir kommen nicht wirklich weiter. Ganz allgemein einfach. Das kann in jedem Bereich in deinem Leben sein. Vielleicht fällt dir da jetzt auch gerade was ein. Und der Punkt ist, dass Gott aber ein ganz aufrichtiges Interesse daran hat, uns zu zeigen, warum wir vielleicht gerade auf der Stelle stehen. So wie mein Auto mich darauf hinweist, mit diesem Piepen und Blinken, dass die Parkbremse angezogen ist und ich deshalb nicht vorankomme, so redet auch Gott in dein und in mein Leben hinein. Er möchte gerne uns sagen, woran es vielleicht hapert, wo wir vielleicht gerade auf der Stelle stehen. Und Gott hat auf jeden Fall alle Ressourcen, um uns zu helfen, um uns voranzubringen, um uns Weisheit zu schenken, wie wir weitermachen sollen mit unserem Leben. Und ich möchte dir und mir einfach heute diese Frage stellen: Sind wir so mutig, sind wir so offen, darauf zu hören, wenn Gott uns sagt, hey, da stehst du gerade auf der Stelle und so könnte es vielleicht doch weitergehen. So wie ich dann auch immer auf mein Auto höre, wenn es piept und blinkt und dann löse ich meine Parkbremse und dann fahre ich volle Kraft voraus und ohne irgendein Ruckeln und mein Auto zieht wieder richtig. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende jetzt erstmal, wo du das einfach erleben darfst, ja, dass du vorankommst und dass Gott dich gerne auch voranbringen möchte. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.